Gold steigt auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2012 und das hat seine Gründe und die wollen wir uns in diesem Video anschauen und damit alle herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche. Vorab vielleicht ein Wort in eigener Sache. Ich hatte ja am Freitag ein neues Format ausprobiert, wo ich nicht stehe, sondern nur klein in dem Bild erkennbar bin. Dafür sieht man eben die Grafiken sehr, sehr gut. Jetzt haben die meisten gesagt, manche haben gesagt, ja, das Neue ist besser, aber die meisten haben gesagt, das Alte ist besser, weil man da den Fugmann irgendwie größer sieht. Das ist wahrscheinlich bei Ihnen eine, naja, leicht masochistische Motivation, die dahinter steht, mich größer sehen zu wollen. Aber klar ist, natürlich kann man ein bisschen freier reden, ein bisschen entspannter sein, ein bisschen, naja, mehr gestikulieren. Jedenfalls möchte ich mich allerherzlichst bedanken bei Ihnen. Da haben sich manche Leute richtig Mühe gegeben, um ein Feedback zu geben. Diese Feedbacks waren wahnsinnig viel, vor allem auf YouTube, auf Finanzmarktwelt. Per E-Mail haben mich da viele Zuschriften erreicht. Hat mich sehr berührt, ist wirklich eine Wahnsinnsaktion von Ihnen, für die ich mich allerherzlichst bedanken möchte. Und jetzt aber schauen wir rein, warum Gold heute auf den höchsten Stand seit 2012 steigt. Und das hat mit diesem jungen Mann zu tun. Sie kennen ihn, das ist Jerome Powell, der gestern in der Fernsehsendung 60 Minutes in den USA aufgetreten ist. Und es ist dieses Interview, was heute zu Marktreaktionen führt. Die Aktienmärkte höher, Gold höher, Silber höher, eben weil Jerome Powell bestimmte Dinge gesagt hat, die wir uns jetzt anschauen. Zunächst mal die Aussage, naja, ohne Vaccine, ohne Impfstoff wird es schwer mit der Erholung. Eine volle Erholung wird erst durch einen solchen Impfstoff möglich. Es sind ein paar Headlines schon am Sonntagnachmittag bekannt geworden, aber manche eben nicht. Und diese später dann erst bekannt gewordenen Auszüge von Powell haben die Reaktion an den Märkten hervorgelöst. Schauen wir uns mal ein paar Aussagen an, denn sie sind wichtig, denn sie sind das, was wahrscheinlich den Handel in dieser Woche bestimmen wird. Wir haben hier die erste Aussage, dass Jerome Powell sagt, nein, es gibt kein Limit, keine Grenze für das, was wir als Fed tun können mit diesen Lending Programs, also mit diesen Kreditprogrammen, die man hier aufgelegt hat. There's a lot more we can do. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr, was wir tun können, um die Wirtschaft zu unterstützen. Das ist praktisch die Zusage unbegrenzter Liquidität, die natürlich dann bei den Liquiditätsjunkies an den Finanzmärkten für Wohlgefallen sorgt. Und hier sagt er, wir können zum Beispiel unsere bestehenden Programme ausdehnen. Wir haben so viel, was wir noch machen können, und das streichelt natürlich die verwundete Seele des einen oder anderen Bullen, der im März Schwierigkeiten hatte. Und wir haben eben auch die Aussagen, dass man hier in the medium run, also praktisch mittel- bis langfristig wird sich die US-Wirtschaft erholen. Sondern Jerome Powell macht also ein Stück weit auf Optimismus. Ja, das wird schon wieder. Und wir, die Fed, sind diejenigen, die dafür sorgt, dass das wieder werden kann, weil wir einfach die Gelder zur Verfügung stellen, weil wir das tun, was wir tun können. Jetzt die Frage, wie wird denn das Wachstum sein? Auch hier eben, es ist vernünftig anzunehmen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder wachsen. Und das signalisiert den Märkten natürlich, Mensch, entspannt euch mal, macht euch locker, so schlimm ist das nicht. Wir haben zwar die schlimmsten Daten seit eigentlich Aufzeichnung der amerikanischen Konjunkturdaten, schlimmer als 1929, aber im zweiten Halbjahr wachsen wir wieder. Und jetzt ist eben einer der entscheidenden Punkte, dass die Wirtschaft dann kontinuierlich wieder heilen wird. Und hier sagt Paul dann, ja, der Kongress hat wahnsinnig viel gemacht. 14% des BIPs haben wir hier investiert und es wird helfen. Und die Frage ist, ist es genug? Vielleicht ist es nicht genug. Vielleicht muss der Kongress, vielleicht muss die Fed noch mehr machen. So sagt der Fed-Chef. Und wir haben hier einige Dinge noch zu tun. Da sind neue Programme möglich und vor allem interessant ist das, was Paul auch dann über die Rettung der Märkte sagt. Paul sagt nicht, naja, wir haben die Märkte mit Liquidität geflutet und deswegen steigen die Kurse, sondern nein, er sagt, wir haben nur dafür gesorgt, dass die Märkte funktionieren. Also, dass man, wie er sagt, ja, kaufen und verkaufen kann, das ist natürlich
eine etwas gelinde Untertreibung für das, was da faktisch der Fall ist. Nämlich, die Flut hebt alle Boote und die FED hat dafür gesorgt, dass die Leute eher nicht verkaufen, sondern kaufen. Um einmal klar zu sein, dann sagt er hier noch, warum es möglich ist, dass die USA das tun. Wir sind die Reserve Currency, wir sind die Weltleitwährung mit dem Dollar. Und warum sollen wir jetzt in dieser schweren Zeit das nicht für uns nutzen, wo wir ja praktisch kaum Geld dafür zahlen, dass wir Geld leihen? Und man sollte doch besser nicht on the long run gegen die amerikanische Wirtschaft wetten. Interessante Aussagen. Und dann auch eben die Aussage, naja, seht mal, es ist ja so, dass wir nichts dafür können. Vorher war die Wirtschaft doch gut, dann kam dieser externe Schock. Die US-Wirtschaft war gut und dafür können wir nichts, also müssen wir das jetzt machen, um weiteres Unheil zu vermeiden. Wir sehen in verschiedenen Parametern, verschiedenen Konjunkturdaten, dass vorher schon nicht mehr alles gut war, dass sich das angekündigt hat, natürlich nicht das Coronavirus als Schock, aber dass die US-Wirtschaft ohnehin auf dem Weg nach unten war. Das lässt sich zeigen. Die FED selbst hat ja noch am Freitagabend gewarnt, ja, passt mal auf, die Aktienmärkte, die sind schon sehr optimistisch und wenn das ein bisschen anders läuft mit dieser Corona-Geschichte, dann gibt es substanzielle Risiken eines scharfen Crashes, eines scharfen Abverkaufs. Den hat jetzt Paul durch die praktisch unbegrenzte Liquiditätszusage so ein bisschen erstmal vom Tisch genommen. Und diese Grafik von Nordea zeigt, dass wir normalerweise ja bei einer immensen Geldausweitung M2, also Geldmengenausweitung M2, dann die Aktienmärkte mit einem gewissen Nachlauf von 252 Tagen, wie man hier ausgerechnet hat, folgen. Ich glaube, dass die Aktienmärkte eben all das vorgezogen haben. Es geht viel schneller, die FED kündigt an. Wir haben unbegrenzte Liquidität, die Geldmenge M2 steigt massiv, die Aktienmärkte reagieren sofort und nicht mit Verzögerung. Da ist sozusagen eine Art Frontrunning, da geht man sofort in die Märkte und eben nicht später. Das ist der Grund, warum die Aktienmärkte sich so halten, trotz einer völlig kollabierenden Wirtschaft. Dieser Widerspruch könnte ja nicht größer sein zwischen dem Fed-Put und den Zahlen aus der Wirtschaft. Wir haben aber jetzt am Freitag auch Daten gesehen, zu den Treasury Holdings, also zu dem Besitz von Staatsanleihen von ausländischen Haltern. Und wir sehen, dass der massiv gefallen ist, weil viele müssen verkaufen. Saudi-Arabien, Norwegen, die haben alle ganz schön die Verkaufstaste gedrückt, weil sie Liquidität brauchen. Und sie haben ja einige US-Staatsanleihen, also hat man die mal ein bisschen zu Geld gemacht. Wir sehen hier die Lenders of the Last Resort, die Zentralbanken als Verleiher der letzten Geldmittel sozusagen, die letzten Retter. Wir sehen die EZB so fast schon in Richtung 50% des BIPs unterwegs, was ihre Bilanzsumme betrifft. Die FED ist da gerade mal über 30. Deswegen sagt ja Paul, wir haben hier noch jede Menge Luft. Die Bank of Japan über 100% und die Bank of England etwa bei 27%. Wenn wir uns mal anschauen, was diese Notenbanken kaufen, und dann komme ich gleich zu Gold, was ja eigentlich das Thema die Headline war, dann sehen wir, dass Japan durch seine Notenbanken 19% des BIPs investiert in Asset Purchases, meistens Anleihekäufe, Australien 8, Kanada 11, New Zealand 11. Es sind also vorwiegend immer wieder auch die angelsächsischen Länder mit Ausnahme Japan. Dann USA 13%, wir sehen die Eurozone 8%, Schweden 6% und UK 9%. Also da wird so ziemlich alles weggekauft, was der Fall ist. Und wenn alles weggekauft wird, wenn unendlich digital Geld gedruckt wird, dann ist natürlich das, was nicht beliebig vermehrbar ist. Und das sind Edelmetalle wie zum Beispiel wie Gold. Die können davon profitieren. Genauso ist es heute. Gold steigt auf den höchsten Stand über 1760 Dollar seit dem Jahr 2012. Hat sich so ein bisschen angekündigt, wie man hier im Chart sieht. Wir haben hier sozusagen eine Wedge, die sich dann nach oben auflöst. Das ist passiert. Die Frage ist, wie viel Luft ist noch im Goldpreis, werden wir uns gleich mal anschauen. Aber was jetzt unterstützend hinzukommt, ist, dass Hedgefonds sehr stark in Goldfutures jetzt short positioniert sind und zwar so stark, wie seit mehr als 2 Jahren nicht mehr. Da hat man verkauft, ist short jetzt im Edelmetall und das kann sich nochmal preisverstärkend auswirken. Gold könnte durchaus so in diesen Bereich 1786 bis 1810 steigen, wie hier
Hendrik Becker zeigte, der in einer Analyse gesagt hat, okay, wir können hier durchaus noch die weiteren Bereiche nach oben testen. So wahnsinnig viel Luft dürfte aber dann übergeordnet nicht mehr sein. Wir sehen, dass Silber auch steigt und Silber ist eben im Vergleich zu Aktien sehr, sehr günstig. So günstig wie seit Platzen der Dotcom-Blase nicht mehr. Also es gibt durchaus Gründe, warum die Edelmetalle jetzt anziehen. Dann haben wir noch ein bisschen wieder Wortgefechte zwischen den USA und China, die Amerikaner ja mit Huawei hier praktisch dabei, den führenden Tech-Konzern, die Speerspitze chinesischer Technologie, praktisch vom Markt zu verbannen. Und da wehrt sich hier MOFCOM, also praktisch das Finanzministerium, wir werden notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen. Hu Xixin hier auf der rechten Seite sagt ja, sehr unfreundlich, was die Amerikaner da tun. Wir müssen wahrscheinlich atomar aufrüsten, um davor gefeit zu sein, von denen auch angegriffen zu werden. Also wir sehen, da rockt es. Malicious Rhetoric picking up, sagen hier die Global Times, also die bösartige Rhetorik der Amerikaner, die andere Länder auch versuchen zu beeinflussen in ihrem antichinesischen Sentiment. Das war ein Thema übers Wochenende und die Frage ist, werden die Chinesen jetzt nach wie vor dann diese Landwirtschaftsgüter kaufen, wenn sie sozusagen sich so ans Bein gepinkelt fühlen durch die Amerikaner? Das ist die große Frage. Noch ein paar Charts hier, beziehungsweise ein paar Anmerkungen. Google nachbörslich gefallen, nachdem Kartelluntersuchungen jetzt stattfinden werden gegen das Unternehmen. Und wir sehen jetzt mal eine Prognose, was sozusagen an den Aktienmärkten noch passieren könnte. Hier sehen wir den Leitindex S&P 500. Der könnte über die 3000er Marke steigen. So Hendrik Becker nochmal sozusagen nach oben faken, um dann seitwärts erstmal zu laufen und dann wieder nach unten wegzukippen. Wir sehen ja, dass der Index eigentlich so zwischen unten 2790 bis oben 50er Retracement bis oben 61,8er Retracement 2934 eingeklemmt war in letzter Zeit. Jetzt haben wir am Freitag zunächst mal ja deutlich ins Minus gedreht, waren in Richtung dieser Unterstützung unterwegs, sind dann sogar noch im Plus rausgelaufen, werden dieses Plus heute nach jetzigem Stand dann ausbauen können und möglicherweise eben nochmal über diese Zone steigen, über diese 2934. Das zumindest eine charttechnische Projektion, die Sinn macht. Für den DAX würde das bedeuten, wir sehen ein bisschen Erholung, aber der DAX ist eben mit angezogener Handbremse unterwegs und wird wahrscheinlich eben diese Schritte, die die Amerikaner machen, durch die Fed, weil ihre Notenbank viel mehr Gas gibt als die EZB. Das wird schwieriger. Noch in Sachen Coronavirus, wir sehen, dass natürlich der Optimismus der Märkte auch jetzt herkommt, weil wir wahrscheinlich im Sommer ein deutliches Abflauen der Infektionsraten sehen werden, bedingt durch Wärme, vorübergehend zumindest. Wir sehen hier die globalen Neuinfektionen auf 1 Million Bevölkerung, ist da schon rückläufig. Und hier hat JP Morgan wieder eine interessante Grafik gemacht, wie es dazu kommt, dass sozusagen diese Epidemie dann on the long run doch ein bisschen ausgerottet werden kann. Nicht komplett wahrscheinlich, solange man keinen Impfstoff hat. Aber zumindest so eingedämmt werden kann, dass es nicht mehr der ganz, ganz große dominierende Faktor ist. Ich kann die Grafik vielleicht auf Finanzmarktwelt dann auch nochmal separat zeigen. Aber schauen wir uns mal die Kurse an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500 und wir sehen hier diese Erleichterung jetzt über die Aussagen von Jerome Powell. Wir sehen, dass eben jetzt diese Risikobereitschaft wieder da ist. Der DAX ist, wie gesagt, deutlich mäßiger unterwegs. Das könnte und dürfte vielleicht auch so bleiben, 10.641, aber Gold ist gestiegen, 1.762. Wie gesagt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber die Bäume werden jetzt nicht mehr in den Himmel wachsen. Wir sehen Euro-Dollar wenig verändert bei 1.821. Wir sehen Crude Oil, das es über die 30er-Marke jetzt geschafft hat. Rohstoffe profitieren auch von dieser immensen Geldmengenausweitung und Liquiditätszusage durch die amerikanische Notenbank. Also, das ist jetzt das Szenario. Wir werden in dieser Woche vielleicht jetzt so einen Risk-On-Modus wieder sehen. Es kommen Zahlen auch aus den USA, die dankbar sind. Wir haben Home Depot, so Baumärkte. Und wenn Sie sich mal anschauen, hier in Deutschland, was in den Baumärkten los war, das ist praktisch eine Siegerbranche gewesen, weil die Leute im Homeoffice A, Zeit, mehr Zeit hatten, B, sich den Home-Arbeitsplatz eingerichtet haben. Dann haben wir Walmart, auch das dürften gute Zahlen werden. Also da stehen jetzt so ein paar dankbare Häppchen sozusagen auf der Agenda und das könnte eben die Aktienmärkte nochmal ein bisschen hier erfrischen.
Aber on the long run wird der Preis bezahlt werden müssen. Es ist eine Frage der Zeit und wir stehen vor einer volatilen Börse, die zunächst mal wahrscheinlich nach oben gerichtet ist, übergeordnet dann aber nochmal vor der Wahl von Donald Trump auf jeden Fall einen herben Rücksetzer erleben dürfte. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Montag und sage euch Servus und Ciao. Die Charts waren übrigens von Capital.com, hätte ich fast vergessen. Servus.